wenn du zum Beispiel gegen einen Sievier spielst, würde ich auf jeden Fall Damage dazu tun. Wieso Sievier ist wohl Early Damage Drücker oder was? Nee, Sievier ist halt im Early mega schlecht ohne ihre Ulti. Was ist denn die Ulti bei Sievier? Ich hab Sievier nie gespielt. Das ist dieses Speed-Up-Ding, wo die Lauftempo und Attack-Speed kriegt. Achso. Eigentlich ziemlich lowe Ulti. Ja, aber sie hat halt einen recht stabilen Grundschaden und der ist halt echt... Der stackt sich ganz gut hoch. Also du meinst, ich soll die Dingsbums... Nein, die Kuh. Fängst mit der Kuh an. Mit der Rocket. Gut, dann mach ich die Kuh. Oder? Für den Attack Speed am Anfang halt. Ja. Male Angriffe versuchen 110 Schaden am Jinx Ziel und alle Gegner in der Nähe. Was? Achso, okay. Male Angriffe. Ja, genau, die Rocket zieht dir selber Schaden zu. Genau, richtig gelesen. Was auch geil ist, was ich letztens aus dem Bug mitbekommen hat, dass die Ulti, die Pest, also dieser Damage, der in der Gegend verursacht wird, der gilt auch für Minions. Das heißt, wenn du recht ordentlich Damage hast dann und die Ulti auf den Gegner setzt, der gerade versucht, einen Tower zu pushen, kannst du Glück haben, dass du die Minions alle killst damit. Und ja, zurückgeben muss, weißt du? Hab ich aber noch nicht probiert, weil es mir ehrlich gesagt so riskant ist, weil da musst du dann wirklich, glaube ich, so das volle Schadenspotenzial erreichen, damit du die Minions kriegst. Oh, die Rain meint's ernst, ja. Ich auch. Ich esse gerade einen Apfel. Mein voller Ernst. Ja, ich nicht. Ich habe ihn gerade auch nur aufgesammelt. So. 11 Pflasterstein habe ich noch. Das sieht doch gut aus hier. Da haben wir gleich das nächste Grundstück fertig. Also nicht fertig, sondern einfach eingezäunt und bearbeitungsfertig. Alter, was ich gerade gebaut habe, alles ist übel krass. Ich habe, glaube ich, seit mehreren hundert Folgen nicht mehr so viel in so wenig Folgen gebaut wie gerade eben. Macht voll Spaß, und nebenbei mit jemandem zu reden. Ich wollte eigentlich mit dem Wolke wieder mal ein bisschen Duo Let's Play. Ich finde neue Wörter. Cool. Aber da hat er nicht Zeit. Alter, die Rain, die pokt mich hier. Junge, ist mal aufhören damit, du Bastard, ey. Ja, ihre Passive ist halt scheiße, ne? Ja, mega kacke. Die kann halt schneller hinterher rennen, kriegt dich damit mit ihrem... Oh, das wollte ich jetzt nicht. Und kriegt dich deswegen mit ihrem... Attacken. Ich glaube, den Baum lasse ich mal. Ich weiß nicht, ob der Baum das überlebt, wenn ich das jetzt so mache. Oh, scheiße. Ich will eigentlich jetzt nicht zurückgehen. Ich brauche noch 70 Gold. Versuch noch einen Creep zu kriegen, in der Zeit, wo du das versuchst, hast du es eh geschafft. Naja klar, aber das Problem ist, ich hab 103 Leben, die Vayne hat zwar auch wenig Leben, aber wie gesagt, ein Poke und ich bin weg. Ja, lass die Minions bis in deinen Tower rein. Du kriegst auf jeden Fall mindestens einen dann. Dafür, dass ich Bronze bin, dann hab ich gar nicht so schlechte Idee. Nö. Ah. Wir müssen es mal ehrlich, also ich bin ja selbst der Meinung, weiß nicht, ob der Flo mir da zustimmen kann, dass mein Spielstil schon Silber ist. Hochsilber. Bloß mein Mindsetting ist dann eher so Papier. Oder wie siehst du das? Ja. Toll. Schön, dass das geklärt ist. Das fühlt mich besser. So. Oh nein! Bist gestorben? Ja, wegen
Oh, oh, das ist so traurig, ey. Haben meine Eltern früher auch zu mir gesagt. Nein, natürlich nicht. So. Ey, cool, ich hab's geschafft. Ich hab die Fläche abgeerntet. Jetzt noch alles schön mit Fackeln ausleuchten, damit ihr nicht den nächsten... Geil, jetzt hat Bane 2 Kills, Hey, wieso hat's euch beide gekillt? Den Jungler hat 6, jetzt hat's einen Red Buff und mich. Boah. Worf. Nein, Frank, ja, da nicht. Bist du in der Promo, oder? Ja. Oh. Erst habe ich zwar gewonnen, aber ich würde es gerne als zweite gewinnen. Nicht mad werden. Du weißt doch, wenn du mad wirst. Ich werde nicht mad. Noch nicht. Ich werde erst mad, wenn es an anderen liegt. Mir liegt dann... Boah, gut, dass ich nicht mit drin bin. Ja. Und ich der K6 bin. Aber ich wäre dann, glaube ich, jetzt eher so eine Shyvana. Ja, ich muss sagen, mir wurde da von einem League of Legends Mitspielkamerad eine Shyvana gespendet. Plus ein Skin. Kann ich gar nicht genug danken. Und ich habe dann angefangen, Shyvana zu spielen und zu üben. Und das macht so viel Spaß. Nicht mal die Laner können mich mit Shyvana überfarmen, ey. Das ist so krass. Ich habe immer den meisten Farm. Seitdem ich Shyvana spiele, noch nicht ein Game schlechten, den nicht den meisten Farm gehabt. Das ist so krass, wie die farmen kann. So, sehr schön. Jetzt stelle ich mir einfach mal hier Eichensetzlinge hin, so wie ich das meine, möchte. Achso, ich sollte vielleicht das mal abbrennen hier alles. Sonst habe ich gleich ein riesen Desaster. Erstmal gehe ich schlafen. Geht noch nicht. Gut, dann mache ich mir erst ein Feuerzeug. Habe ich eventuell noch? Hier nicht. Aber einen Feuerstein habe ich. Und Eisen habe ich in Massen. Yo! Flash und Heal wasted for Vayne. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ich kann mich nicht so richtig darüber freuen, wenn jemand einen Flash und einen Heal wastet. Nicht? Nee. Weil... Gut, er hat's gemacht, aber du musst es auch mal schaffen, in der Zeit, wo er, bis er den Heal wieder bekommt, ihn zu killen, ne? Das ist... Ja... Gar nicht so einfach. Ja gut, aber du kannst halt viel besser engagen. Ohne dass du im Hintergrund hast, okay, er kann auch wegflashen, oder er könnte ihn nicht reinflashen, oder... Ja, Problem an der Sache ist, wenn er weit über dir ist, dann kannst du trotzdem nicht engagen. Und Vayne ist ja momentan über dir. Ja, natürlich, aber jetzt haben wir halt mehr Chancen. Eigentlich Leona zusammen, die Vayne zu killen. Ja, ich weiß, ich kann mich da nicht so freuen, ich will mal. Jetzt kann ich schlafen gehen, lass mal kurz. Weil ich eigentlich aufnehmen muss, So. Ach, der Baum ist gewachsen, sieht voll geil aus. Das gefällt mir echt mega gut gerade. Ja, der wird dann auch wegkommen müssen, der Baum hier. Yeah, Gegner getötet. Ist genau das meine ich. Jetzt habe ich in die Vayne engaged. Konnte sie töten. Bro. Ja, absolut. Naja. So. Huch, jetzt könnte ich irgendwie keine Zäune mehr setzen. Ach, da fehlt ein Zaun. Wenn ich den hier nehme, kann ich dann sogar hier einen Weg runter machen.
ich kann wieder Dinge anbrennen. Ich liebe das. Hui. Aua. Ah. Kennst du das, wenn du was anbrennen willst? Das kennst du ja bestimmt vom Griefen. Und daraus mal selber in die Flammen reinspringst. Schön den ganzen Grünzeugspatz wegmachen, dass es nicht übergreift. Auf irgendwas, was mir lieb und teuer ist. Das hier sieht zum Beispiel aus, als wenn es gleich richtig übergreift. Yes! Wayne wieder gekillt. Siehst du, so schnell geht das. Bro. Area wird auch gefeedet, Alter. Sehr schön. Bei nur die Area. So. Das brennt. Das brennt. Das brennt. Das da oben ist natürlich nicht so cool. Jays Mitte. Vertreiben, oder? Nein! Nein! Der Brand breitet sich aus! Ich hab doch eigentlich darauf geachtet! Ich hab doch extra darauf geachtet, dass es nicht passiert. Geil. Nicht, wieso chase denn bitte die... Boah, hab ich ja Lack, dass das nicht weiter ausgebreitet hat, ja. So. Na dann kann ich jetzt ja die Setzdinge platzieren. Eins. Alter, die Sprache auch von Jinx, ne? Die ist so durchgedreht, ey. Ja, boah, schon ist halt Jinx, ne? Ja, da ist verrückt. Wenn du damit nicht klarkommst, spiel nicht damit. So. Keine Ahnung. Brauche ich Gründe für meine Verrücktheit? Meinst du, warum ich mit Jinx zuerst gekauft habe? Weil es genau mein Charakter war. Das stimmt. Eine total durchgeknallte Frau. Ohne Brüste. Vergiss diesen wichtigen Fakt nicht. So. Huh. So. Ja, ich auch mal so sage, ey, das ist... Hat ja auch mal einer gemeint, dass ich
doch Gronkh nachmachen würde und hat mich aufs Übelste zugehatet, was ich denn für Kopierspaß wäre. Nur weil ich auch immer so sage. Gronkh war auf dem Himalaya, ja, gell? Echt? Ja. Achso, ja, genau. Alter, der war nicht ganz oben drauf, der war halt also spitze. Nee. Ja, unten am Tal, ja. Ja, so. Muss ich mal angucken, hat das Video gepostet. Okay. Kannst ja gar nicht einfach so hochgehen, das ist ja ein bisschen, Doch, könntest du schon, aber musst halt da eine Ausbildung machen, hä? Ja, meine ich ja, du kannst nicht einfach so hochgehen. Achso, ich habe gar keine Dings mehr dabei. Pff, na gut, dann halt wieder zu. Ich dachte, ich hätte noch Tore dabei, aber... Da war ich ein Tor. So. Was ist denn mit meinen Witzen los, ey? Ich meine, die ist ja sonst nicht unbedingt berauschen, aber heute? What? What the fuck? Oh, sehr schön, Screed. Kann ich danach rausschneiden das Video, weil YouTube mir das blocken wird. Wie kommt das? Wie kommt das? Kann mir mal einer erklären, wie das Schaf da rauskommt? Ach, vergiss es, ich will es gar nicht wissen. Habe ich eigentlich Glowstone? Goldblock, Golderz, Goldnugget. Bloß dann hab ich gar nicht, oder was? Das ist ja das ist ja bedauerlich. Das ist ja bedauerlich. Ah, oh, Trio ist ja eine Kreise scharf. So. Oh lol, wirklich. Ja, du spielst lol. Das ist mein Spruch. Mein Spruch. Haben wir so eine Dreierbahn dahinter, dann weiß man genau, dass da der Baum hin soll. Das ist natürlich dementsprechend, dass dann hier Gummi ändern werden, aber ist ja egal. Und diese Baumgröße, da ist ideal, die der da gerade hat. Und die will ich ja auch beibehalten. Ich überlege gerade bloß, was ich drüber baue, damit es nicht so auffällig aussieht. Ich möchte so einen Block drüber basteln, damit der Baum nicht höher werden kann. Weiß aber vielleicht, was ich da nehmen soll. Damit es nicht so übel krass aussieht. Soll ich Glas nehmen? Könnt ihr euch machen, gell? Zum Glasdach. Hab Sand. Und Sand habe ich auch. Brenne ich mal ein bisschen Sand und dann nehme ich mal das Glas und mache ein Glasdach drüber. Warum nicht? Warum nicht? Sprach ich.